fand bei Wipeout cool, dass man seine eigene Musik ins Spiel laden konnte. Ich habe jetzt auch schon wieder, das ist auch schon wieder ein alter Hut. Das war für mich bei der ersten Xbox so faszinierend. Das hat mir total gefallen. Gerade in den Wrestling-Spielen war das dann echt cool, dass man quasi für die Einzugsmelodien der Wrestler auf der Xbox selber Musik reinladen konnte. Das war so super. Das war so cool. Das hat mir auch gefallen. Ich glaube, zum ersten Mal habe ich das in GTA erlebt, als es diese Customized Radiosender für den PC gab. Und das war natürlich auch schon super. Was es war früher faszinierend. Heute würde ich es gar nicht mehr wollen. Heute will ich gute Ingame-Musik. Weil ansonsten mache ich den Sound halt aus und, ne? Aber damals war das irgendwie so, wow, man kann seine eigene Musik reinladen. Crazy! FTL. Da kenne ich nur das Rollenspiel. Ja, doch, das Roguelike-Spiel im Grunde, Faster Than Light. Das finde ich super. Aber als Rennspiel kenne ich das, glaube ich, gar nicht. Okay, hier passiert irgendwas mit meinem Display. Supermagnet oder wie? Oh nein, hier muss man plötzlich bremsen. Ich weiß nicht mal, wo die Bremstaste ist. Wahrscheinlich hier, oder? Ja, genau. Okay. Ich hasse Bremsen. Wer bremst, verliert. Ich mag keine Spiele, in denen man bremsen muss. Bremsen ist das Gegenteil von Schnellfahren. Ich verstehe nicht, was das in Rennspielen zu versuchen hat. What? Ich glaube, das war nicht gut, oder? Wir stehen verkehrt rum. Oh, ich bin ein bisschen skeptisch, ob das was wird, das Rennen. Mal schauen. Ich sollte mich jetzt ranhalten. Ah, weil hier so viel elektrische Störungssignale dingend sind. So ein elektrostatisches Feld oder sowas wird hier simuliert oder so. Cool, cool irgendwie. Ist, glaube ich, nur ein Gimmick. Ich glaube, das macht nichts, außer dass mein Display zum Flimmern anfängt. Aber irgendwie cool. Oh mein Gott! Habt ihr gesehen, wie knapp ich gerade an diesem Balken vorbeigefahren bin? Das war ziemlich knapp. Glück gehabt. Puh. Okay, der erste Park da, habt ihr das gesehen? Der hat einfach geparkt. Hat uns einfach vorbeigelassen. Wahrscheinlich irgendwo blöd angefahren oder so. Hey, du da! Hydra! Oh, schade. Hydra, du bist irgendwie ein bisschen nutzlos. Du siehst cool aus, aber machst nichts. Mehr Schein als Sein. Nee, es ist halt einfach bei mir wirklich so, was Future Racers angeht, sind einfach die beiden 3D F-Zeros so State of the Art. Und eigentlich hätte ich einfach nur das gerne. Und das gibt's halt nicht. Die hat ja damals Sega gemacht. Das sind ja Sega-Spiele im Grunde. In Kooperation mit Nintendo eben. Deswegen, ich denke mir auch immer, falls Nintendo jetzt wirklich neue Teile ankündigen sollte, ist nicht gesagt, dass die wirklich dieses Feeling und dieses Flair von dem alten F-Zero 3D-Spielen haben, weil die eben eigentlich technisch gesehen Sega-Spiele sind, zumindest eben developed von Sega. Und das macht, glaube ich, schon was aus. Deswegen bin ich sogar, wenn eins angekündigt werden sollte, wäre ich skeptisch. Ob das überhaupt das wird, das ich gerne hätte. Vielleicht wird es ja eine andere Art von F-Zero.
die ich gar nicht so haben will. Oh, jetzt wird es auf einmal bunt. Wow. Nach diesem grauen Blitz-Unwetterplaneten. Auf einmal grün und rot. Oh, das war ja super. Wow. Oh, ach so. Okay. Interessant. Der hat's auch nicht ganz gecheckt, scheinbar. Ach du grüne Neune. Okay. Doch so runde Tunnel fahren ist immer gut. Extreme Chi. Extreme Chi war auch ein Spiel, das ich länger gespielt habe. Das war auch so ein Kandidat, der mir gut gefallen hat früher. Oh mein Gott, diese Bahn hier. Was ist denn hier? Was ist denn das für eine Straßenführung? Mein Gott. Das ist auf einmal. Bis jetzt war immer alles so geradlinig und so zum Durchpiesen. Und jetzt muss man hier plötzlich bremsen und krasse Kurven fahren und alles ist so groß und offen. Ganz komisch hier. Ah, oh Gott, weil wir gerade beim Thema sind. Ah. Ich verstehe, wir haben die erste Runde abgeschlossen. Aber die Bahn ist schon unübersichtlich jetzt, meine Güte. Na gut, machen wir das Beste draus. Eieieiei. Okay, cool, alles gut. Das war Absicht. Das habe ich so geplant von Anfang an. Ab in die Spülung. In den Abfluss. Oh, ich glaube, ich bin gegen den Laser gefahren. Jetzt war meine Steuerung gerade ein bisschen schwammig kurz. Nein, ungünstig. Come on. Hey, aber ich glaube, ehrlich gesagt, in die Schlucht springen war besser für mich, als von der Rakete irgendwie wieder quergestellt zu werden. Sollte ich mir merken. Vielleicht in Zukunft, wenn die Möglichkeit besteht, einfach springen. Ah, komm schon. Puh, das war knapp. Na, gar nicht so knapp. Na gut. Spricht doch nichts dagegen, die arbeiten immer noch mit Sega zusammen. Das stimmt, aber Sega hat halt auch einiges von seinem Glanz verloren, leider so ein bisschen. Deswegen sitzen wahrscheinlich nicht mehr die gleichen Leute, also selbst wenn die wieder eine Sega-Kooperation machen. Wäre ich auch, ich bin grundskeptisch, wenn es um F-Zero geht. Ich glaube einfach, dass GameCube F-Zero war so ein einmaliges Ding. Ich glaube, das gibt's so nicht mehr. Weil auch der Content so ungewöhnlich irre war. Und weil es im letzten geheimen Cup dann zufällig generierte Bahnen gab. Und lauter so crazy Zeugs, wo ich mir denke, das ist so untypisch für ein Nintendo-Spiel eigentlich. Das gibt's wahrscheinlich nie wieder. Die Zeiten sind vorbei. Machen wir noch ein bisschen weiter. Ich find's gerade lustig hier. Mir macht's gerade Spaß. Ultimatives Rennen, Fridge Ridge. Zwei Runden, sieben Gegner, Schwierigkeitsgrad leicht, normales Tempo. Na dann los. Ich weiß halt nicht, dass so viel F-Zero-Content, also so relativ viel F-Zero-Content, in Mario Kart 8 eingebaut wurde. Ist das ein Zeichen dafür, dass F-Zero noch nicht tot ist und dass da eventuell noch was kommt? Oder ist das ein Zeichen dafür, dass die sagen, hier habt ihr euer F-Zero als Easter Egg in Mario Kart. Gleich zwei Strecken und jetzt haltet die Klappe.
ihr blöden Retro-F-Zero-Fans. Keiner mag euch. Man könnte so oder so deuten, wer weiß. Mario Kart 8 hat eh schwebende Autos, das ist quasi F-Zero und jetzt ist Schluss. Jetzt will ich nichts mehr hören. Könnte schon sein, dass das auch eher so gemeint war. Oh oh, mein Alarm piepst. Ah, ich habe ein Schutzschild. Kommt eh nichts, na gut. Ein Wendelader! Oh nein, was habe ich getan? Oh Gott, Hilfe! Okay. Hydra! Jetzt will ich aber was sehen. Oh. Irgendwie ist Hydra ein bisschen lame, oder? Ich weiß nicht recht. Ich weiß nicht recht. Hey, warte mal. Ich glaube, hier geht's irgendwie gar nicht drum, Erster zu werden, sondern Schaden zu verursachen oder so. Ja, es gibt Punkte für zugefügten Schaden. Das ist so eine Art Kampfrennen. Okay, gut zu wissen. Check ich jetzt erst. Bin netterweise trotzdem Erster. Kriegt man trotzdem Punkte fürs Erster werden, so rennenmäßig, oder kann ich mir das komplett sparen? Aber warum kriegt man dann überhaupt Turbo-Power-Ups? Das ist ja fast schon gemein eigentlich. Das sind ja dann Nieten, wenn es wirklich nicht um die Platzierung gehen würde. What happened? Ach so. Ich hätte auf dem Eis einfach nicht bremsen sollen, weil das hat mich ganz schön durchgewirbelt. Na dann. Wer bremst, verliert. Finde ich gut. Aua. Zum Glück geht es hier anscheinend nicht ums Erster werden. Also schnellster sein, meine ich. Aha, aber irgendwie habe ich jetzt für die Sprünge kriegt man auch Punkte. Für was kriegt man eigentlich keine Punkte hier? Ich glaube, das ist einfach ein Punkterennen. Für alles. Style, schießen, springen, coole Kurven fahren, so Steine wegrammen, alles. Okay, von mir aus machen wir. Wow, mit was für einem Vorsprung. Mein Gott, easy ist echt easy. Wer hätte das gedacht? Man weiß es wirklich nicht. Es gibt wirklich Spiele, die sagen, ich bin easy und sind dann echt schwer. Und es gibt easy, wo man sich denkt, boah, ist das easy. Es gibt da irgendwie kein einheitliches, aber wie auch. Okay, ultimatives Rennen. Also wieder das gleiche, glaube ich, oder? Es geht wieder um Style, um Punkte, um Schießen. Finde ich ganz gut. Da werden einzelne Fehler nicht so hart bestraft, wenn es darum geht. Highscore-Rennen. Items sollte man schon abkriegen. Yeah! Das gibt Punkte! Juhu! Jeder Aufschlag, jedes gegen die Wand fahren bringt Punkte. Das find ich super. Blöd durch die Gegend fallen und dadurch gewinnen. Das finde ich schön. Holy Potato. Was passiert? Ich weiß es nicht. Zeit für einen Boost. Wenn man nicht mehr weiß, was los ist, einfach mal super krass boosten.
Das hilft. Oh mein Gott, das ist jetzt echt schnell. So gefällt mir das. Yeah, das war eine gute Kombo. Ne, warte mal. Was gar nicht. Habe ich gerade Punkte abgezogen bekommen oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt Vierter. Das war nicht gut. Hey, ich kriege aber auch die ganze Zeit nur Schutzschilde. Leute, wie soll ich denn Punkte machen, wenn ich die ganze Zeit nur ein Schutzschild am Hintern kleben habe? Wow, das war gerade ein Hydra-Treffer gegen mich. Kriegt man fürs Abwehren Punkte? Ich weiß es nicht. Das hat Punkte gebracht. Ich bin mir nicht sicher, was Punkte bringt und was nicht. Aber ich bin Zweiter geworden. Gut. Ach so, warte mal. Oh, ja, stimmt. Die anderen fahren ja noch. Und schon bin ich Dritter. Die anderen können ja noch Punkte machen quasi, aber jetzt nicht mehr. Hallo, Miniki Cookie. Jo, willkommen und tschüss schon mal. Okay, ultimatives Rennen Spin Cycle. Ich glaube, das ist neu, oder? Das hatten wir noch nicht. 2 Runden, 7 Gegner, leicht, normales Tempo. Ah, man merkt's, oder? Ich hab's mir schon gedacht. Wir fahren jetzt nicht mehr mit langsamen, sondern mit normalem Tempo. Hey, Desert Railgun. Hast dein Fahrstil mal bis zur Arbeit, ja. Oh. Ich meine, jetzt momentan sind die Straßen wahrscheinlich recht leer, oder? Da kann man das machen. Nee, sollte man trotzdem nicht machen. Liebe Kinder, die ihr einen Führerschein habt und Autofahrt, nicht nachmachen. Ich habe das Gefühl, diese Rennen führen die Hälfte der Zeit durch irgendwelche alten Abwasserkanäle oder sowas. Warum nicht? Ah! Ja, Kamera, ich checke überhaupt nichts mehr. Ich glaube, ich muss bitte wenden. So. Die holen wir uns. Ich habe voll offensive Waffen. Sobald einer vor mir ist, wird der weggewaffelt. Achtung, nee, irgendwie. Hier drin ist es gerade schwierig. Auf die Plätze. Wo sind sie denn alle? Fertig? Oh, was? Manchmal verstehe ich nicht, was los ist. Jetzt, Gatling! Immerhin, das waren ein paar Treffer. Und jetzt Rakete! War das ein Treffer? Ich bin mir nicht sicher. Ja, doch. Ich habe mich selber auch ein bisschen getroffen. Aber so ist das eben manchmal. Wenn man alles in die Luft sprengt, ist man schon mal selber betroffen. Das war kurz. Ich kann das immer, auch ohne Covid. Na gut. Mein Gott, wir waren nicht gut. Zum Glück waren wir im ersten Rennen ziemlich gut. Denn insgesamt sind wir dann vielleicht trotzdem Zweiter. Schade, schade. Gilt das jetzt trotzdem als gewonnen oder zerronnen? Schnaps gesoffen, nicht getroffen. Nee, es passt, glaube ich. Wir können jetzt beim Deathmatch weitermachen. Schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Aber ich glaube, wir haben neue Autos freigeschaltet. Wir können jetzt den Rhino, den wir gerade hatten, auch mit 3 Schwebedingern statt Reifen nehmen. Oder? Nee, nix oder. Oder gibt's nicht. Wisst ihr was? Dann machen wir das. Finde ich gut. Das Deathmatch. Jo, danke, mach's gut, ciao. Okay, Deathmatch Arena, wartet mal. Mal 2
Mal 2. Schwierigkeitsgrad einfach 8 Gegner. Sammelobjekt Scorpion, Painkiller, Feuersturm, Hydra und Raptor. Klingt alles ganz toll. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Es sind nur 2 Arenen. Wir müssen wahrscheinlich einfach jetzt, wahrscheinlich, ne, wie man sich so eine Arena vorstellt. Alle fahren wild durch die Gegend und schießen aufeinander. Kann man noch von Fahren reden, wenn man schwebt? Müsste es dann nicht heißen, alle schweben oder hovern? Hovern, Havanna, friedlich durch die Gegend. Was, friedlich? Und schießen aufeinander. Okay, ich hab was. Yes. Hier geht's aber auch um Punkte, nicht um Kills, denke ich mal, oder? Es sieht so aus. Oh, ich fahre an der Decke. Yeah! Wie cool. Aber hier oben ist kein Gegner. Das ist irgendwie blöd. Ich sollte wieder nach unten kommen. Okay. Läuft momentan ganz gut, habe ich das Gefühl. Jetzt schauen wir mal, ob es so bleibt. Wie lange müssen wir das denn machen? 4 Runden. Es gibt Kills hier. Okay, es gibt Kills. Man kann killen. Ah, das war gut. Das haben wir gut gemacht. Ich dachte, wir sind nicht schnell genug, aber das Spiel ist nett. Das Spiel ist gnädig an der Stelle. Okay, ich muss einfach mal bremsen, dann fallen wir wahrscheinlich runter. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Oh, oh, was mache ich denn da? Okay, gut. Oh, Mist. Ich habe meine Gatling angemacht für nix. Nee, ich habe noch ein paar Treffer erzielt. Sehr gut. Hier leckt es leider gerade ein bisschen. Bis jetzt lief es so super flüssig. Das war schön. Weil ich habe schon befürchtet, das könnte auf der Switch vielleicht ein bisschen nicht so gut laufen. Aber bis jetzt war es perfekt. Nur jetzt hier in der Arena habe ich ein paar Slowdowns. Das ist bei so einem schnellen Spiel natürlich eher doof. So ein bisschen runtergeschraubte Auflösung kann ich in Kauf nehmen, aber flüssig muss es schon sein. Oh, ich falle auf irgendeine Stange. Ah, die hat keine Hitbox. Gut. Gut für uns. So, wo sind denn alle? Sind schon so viel tot oder so? Hallo, Gegner. Da sind alle. So, den holen wir uns. Wir haben erst 3% Schaden. Wie viel hält man denn aus? Andererseits haben wir schon wirklich was abbekommen bis jetzt. Ich glaube, ich habe mich selber ein bisschen mit meiner eigenen Rakete gerade angeschossen, aber sonst... Fallschaden gibt's nicht. Oh, 2 Hydras, die zünde ich jetzt gleichzeitig. Auch wenn es nichts bringt, aber das wird ein Feuerwerk. Ich muss nur jemanden anvisieren. Die fahren alle so schnell an mir vorbei, das ist gemein. Unfair. Bleib doch mal kurz stehen. Hört euch nicht dauernd. Ah, du da. Du bist perfekt. Warum visiert denn mein Auto? Ah ja, das dauert nur ein bisschen. Hydra hat nicht so viel Reichweite. Das habe ich schon gemerkt. Au. Und braucht viel zu lange. Oh, jetzt werde ich anvisiert. Ah, 33% Schaden. Das ist gefährlich. Hydra ist blöd. Ich hau die jetzt einfach raus bei nächster Gelegenheit. Vielleicht nicht ganz ins Nix, aber... Ich mag Hydra nicht mehr. Jetzt hier, raus! Ah, ich habe getroffen damit. Yeah, beide. Beide haben Glitch getroffen. Cool. Tut mir leid, Glitch. Nichts für ungut. Oh, ich glaube, ich habe einen zerstört. Wow. Destroyer ist mein Name. Oh, ich dachte, das wäre ein Gegner. War nur Sprengfässer. Gibt trotzdem Punkte.
Alles richtig gemacht. Ich habe so viele Punkte. Ich könnte mich jetzt die letzten Sekunden an die Decke verziehen und hoffen, dass mich keiner tötet. Oh, ich kann von hier oben Raketen runterschießen. Das ist ja cool. Mein Gott. So, wenn man Raketen hat, ist man hier oben ziemlich cool aufgestellt. Ups, jetzt habe ich mich selber noch ein bisschen angeschossen. Tödlicher Tanz. Besser als der törichte Tanz. Okay, machen wir die zweite Arena auch noch, weil ich will wissen, was dann im dritten Cup passiert. Vielleicht schauen wir da noch rein, wenn es sich interessant anhört. Ansonsten gehen wir vielleicht mal weiter zum nächsten Spiel. Nicht, dass mir das nicht gerade Spaß macht, aber wir haben echt noch eine Liste an weirdem und hoffentlich coolen und manchmal bestimmt auch seltsam und nicht ganz so coolen Indie-Zeugs, dass wir uns alles noch anschauen werden. Und ich weiß über die meisten Spiele... Grip ist jetzt wirklich eine große Ausnahme. Ich weiß über fast alle Spiele so gut wie gar nichts. Ich weiß genauso wenig wie ihr, was jetzt dann als nächstes kommt. Ich weiß den Titel und ich habe mir ein paar Bilder angesehen. Aber das sind teilweise wirklich Keys von ganz kleinen Entwicklern oder auch von nicht, also von kleineren Entwicklungsstudios halt in verschiedenen Größen, die mir die Keys zugeschickt haben. Und ich weiß ehrlich gesagt teilweise nicht, um welche Spiele es sich handelt. Ein paar Sachen habe ich dann irgendwie reduziert noch im Shop gekauft, weil sie interessant aussahen, aber ich bin auch, ich bin gespannt. Mein Gott, sind wir gerade langsam. Ich dachte, ich komme noch bis zum Turbo-Pad. Komm schon, Boost! Kid, setz den Boost ein! Komm schon, an die Decke! Nein, da fallen wir. Da fallen wir wieder runter. Okay, ist schon okay. Dann halt nicht. Ich wollte nur einmal cool sein. So, irgendwie habe ich bis jetzt noch keinen Gegner gesehen. Die Arena ist ein bisschen zu wild. Hier springen alle rum wie sonst noch was. Habe ich was getroffen? Nee. Die Items sind auch so hoch platziert. Ich komme überhaupt nicht an die Items. Doch, ich habe was getroffen. Yeah! Punkte, ich bin Erster. Wahrscheinlich, weil noch nie irgendwer irgendwen anderen getroffen hat hier momentan. Oh, da rollt eine Kugel mit Items an der Kugel kleben durch die Gegend. Das ist ja irgendwie cool. Ich finde die Arena ein bisschen over the top. Okay, Hydra muss gar nicht unbedingt anvisieren. Hydra einfach schießen, wenn irgendwer in der Nähe ist und fertig. Ich merk's mir. Nein! Oh. Ich vergesse mal, dass man in dem Spiel auch springen kann. Ich könnte auch mal absichtlich aktiv springen bei so Ranzen. Genau. Bei so Ranzen könnte man auch springen. Das könnte manchmal helfen, dass man an die Items kommt. Ich habe es versucht zu springen. Hat nicht ganz geklappt. Haben wir mal an die Decke. Nee, doch nicht. Bei der vorherigen Arena hatte ich Probleme, von der Decke zu fallen. Jetzt habe ich Probleme, an die Decke zu kommen. Geschweige denn, da zu bleiben. Aber hey, ich bin Erster. Ich weiß nicht genau warum. Ich fliege meistens die ganze Zeit rum wie irgend so ein Betrunkener. Aber es scheint zu funktionieren. Was immer ich mache, machen wir weiter. Yeah, Items. Auch wenn wir voll gegen die Decke knallten dafür. Du da. Oder du da, egal. Ihr da. Cool. Mehr Punkte. Okay, Achtung und... Oh, Mist. Jetzt bin ich über die Items drüber gesprungen, die ich gern gesammelt hätte. Tja, schade, schade. Das scheint irgendwie das einzige Item zu sein, das ich einigermaßen zuverlässig kriege. Ich werde mich weiterhin darauf konzentrieren. Autsch. Habe ich getroffen, den anderen wenigstens? Ja, ich bin mir nicht sicher.
Why? Autsch. Nicht, dass ich jetzt noch kaputt gehe. Ich müsste, glaube ich, eigentlich nur noch überleben. Muss ich überhaupt überleben, frage ich mich gerade. Ich meine, meine Punkte habe ich, oder? Oder verliere ich die, wenn ich vorzeitig explodiere? Ich hoffe nicht. Yes! Manchmal verstehe ich nicht so ganz, was überhaupt los ist. Aber das macht nichts. Yes! Caramba. 9, ja genau. 8, Countdown, das ist gut. Ich glaube, wir gewinnen. Das war verwirrend. Dein Platz 1. Cool. Hat irgendwas umgeworfen. Mein Getränk. Trinke ich gleich mal, wenn das schon vom Tisch fällt. Sarge gewinnt mit den meisten Punkten pro Minute in der Arena. Glitch gewinnt mit den meisten Punkten pro Minute in der Arena. Shredder gewinnt mit den meisten Punkten pro Minute in der Arena. Unentschieden. Ich dachte, ich habe gewonnen. Ach so, ja, habe ich auch. Ah, ich verstehe, aber die drei waren gleichzeitig auf irgendeinem Platz. Ich, okay. Na dann. Rang 3 entsperrt. Rivalen und Duelle freigeschaltet. Du kannst im Laufe des Rennens jetzt Rivalitäten aufbauen, die am Ende in ein Rennen münden. Assassin-Sammelobjekt jetzt freigeschaltet. Diese hartnäckige Waffe nimmt den Fahrer in der führenden Position ins Visier und verfolgt ihn. Der blaue Panzer. Alles klar. Schwierigkeit und Motorleistung der Gegner wurde erhöht. Cool, cool. Vielleicht müssen wir da doch mal kurz noch reinschauen. Aber vorher auf in die Garage. Weil ich glaube, oder? Nein. Ich glaube falsch. Was ich so den ganzen Tag glaube. Glaubt mir einfach nichts. Dann machen wir jetzt noch hier das Turnier. Wo ist denn mein... außer das Spiel hat sich aufgehangen. Hilfe! Okay. Schwierigkeit einfach. 9 Gegner, Sammelobjekt Firestorm! Tempoteufel, Atlas Station, 2 Runden, 9 Gegner, leichte Schwierigkeit, normales Tempo. Na dann. Fahren wir das mal noch. Das ist ja irgendwie cool. Wir sind hier wirklich in einer kaputten, verlassenen Raumstation oder so. Warum ist alles so kaputt? Wahrscheinlich, weil die ganze Zeit irgendwelche Rennen mit scharfen Waffen auf den Raumstationen abgehalten werden. Okay, gibt es da irgendwie eine Begrenzung oder fällt man hier einfach runter? Sind wir jetzt schon so weit, dass die Stützräder abmontiert werden? Ja, aber da war du. Oh mein Gott. Okay. Wow, what? Hä? Okay. Hä? Ich glaube, das ist nicht gut. Nee, okay, das war nicht mehr die Strecke. Ich weiß nicht, was das war. Aua!
Ja, die Bahn ist jetzt schon hier ein anderes Niveau irgendwie. Das ist echt ein bisschen crazy. Jetzt geht's, glaube ich, los, dass man die Strecken erst ein bisschen lernen muss, bevor man wirklich gewinnt. Schon allein, um rauszufinden, wo man am besten noch boosten kann hier. Ah, das ist schlecht. Das ist beim letzten Mal auch schon passiert. Nee, diesmal ist es gut gelaufen. Alles okay. Alles wunderbar. Hip, hip, hurra. Alles ist super. Oh, oh. Gut. Habe ich ihn noch? Nein, habe ich ihn nicht mehr. Ich dachte, ich habe ihn noch überholt. Ah, Moment mal. 3 Sekunden vor mir? Okay, okay. Dann habe ich den zweiten Grad noch so überholt. Ich dachte, das wäre der erste gewesen. Tja. Naja. So. Dann machen wir die beiden jetzt noch fertig und dann gehen wir, glaube ich, zum nächsten Spiel über. Tempo Teufel, Mindbrenner. Ich meine, wenn es jetzt schon hier neue Strecken gibt, dann schauen wir uns die auch an. Oh, hey, Nox oder Noct. Danke fürs Followen. Und cool, dass du mit dabei bist. Ich habe das jetzt erst gesehen. Das Spiel ist schon so laut auf meinen Kopfhörern. Ich höre gar nicht mehr, wenn mich Twitch hier benachrichtigt. Sorry, aber hi, cool. Sind das Eisfelder oder Turbofelder? Bin mir immer noch nicht sicher, was das für Felder sind. Ich weiß nur, dass jetzt wirklich die Schonzeit ist vorbei. Jetzt gibt es hier Schluchten ohne Ränder. Au. Au. Und ähnliche tückische Hindernisse. Das ist doch die erste Strecke remastered, oder? Ich hoffe, die Bots stellen sich genauso blöd an wie ich. Aber scheinbar tun sie das, zu einem gewissen Grad zumindest. Ja, aber ohne Scheiß, ich heb hier manchmal ab. Ich habe keinen Grip. Ich habe keinen Grip mehr hier in Grip. Ich verliere meinen Grip. Was machst du? Wow, shit. Okay, wow, what? Was? Sind wir immer noch in der ersten Runde? Mein Gott. Jetzt geht's aber los hier. Ah, ist der Rote jetzt mein Rivale? Oder so? Ich habe das nicht ganz verstanden, aber scheinbar habe ich jetzt Rivalen, die sich dann irgendwie an mir rächen wollen. Oder so. Und die mich dann zu Einzelrennen, Duellen herausfordern. Oder so. Nette Mechanik, aber da fehlen dann irgendwie die Gesichter dahinter. Das wäre dann cool, wenn es Fahrer gäbe. Nicht nur einen Namen. Sondern abgedrehte Science-Fiction-Charaktere, die auf einem 80er-Jahre-Rock'n'Roll-Cover sein könnten. Okay, ich glaube, ich hänge in der Decke und komme nicht mehr raus. Interessante Wendung. Ah, okay, cool. Ja, guckt, hier laufen die Strecken ein bisschen komisch ineinander. Ups. Ich glaube, das ist jetzt doof. Ich hoffe, die Rubberband-KI wartet auf mich. Die Runden sind lang genug. Wir könnten noch einholen. Ich werde ganz viel boosten und das habe ich jetzt davon. Ich werde nicht mehr so viel boosten. Ich glaube, das ist besser. Ah, ich muss einfach boosten, Mensch. Was ist es also wirklich? Was spielen wir denn einen superschnellen Future Racer, wenn man nicht mal boostet? Dann kann ich auch Fahrschulen-Simulator spielen, wenn ich nicht boosten will.
Komm schon, wenigstens. Ah, wir sind Neunter. Okay. Dann werden wir wenigstens Achter. Das ist jetzt mein Ziel. So tief sind wir gesunken. Ich bin durchs Ziel gefallen. Na gut. Achter. Immerhin. Mein Rivale ist vor mir. Damn you! Darth. Oder so. Kann der einfach einseitig bestimmen, dass wir jetzt Rivalen sind? Gehören da nicht zwei dazu? Kann der einfach sagen, so, ich bin jetzt dein Rivale? Hallo? Ja, ich meine, der kann schon irgendwie mit mir rivalisieren. Aber was ist, wenn ich nicht drauf eingehe? Was dann? Geht das dann? Kann man dann von Rivalität sprechen? Nicht wirklich, oder? Das dann eher so nacheifern oder so? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall bin ich nicht dein Rivale. Oder warte, du bist nicht meiner. Je nachdem. Ich mache einfach nicht mit dein Spielchen. Mein lieber Rivale. Verdammt, jetzt habe ich ihn als meinen Rivalen bezeichnet. Nein, ich glaube, jetzt ist es amtlich. Damn it. Well played, Rivale. Well played. Dass wir die Tutorial-Bahn nochmal wiedersehen, so schnell hätte ich nicht gedacht. Bleiben, nicht die Kontrolle verlieren, gemütlich cruisen und dann wird man Erster. Das war überraschend leicht. Oh nein, jetzt habe ich schon zwei Rivalen. Darth und Sarge haben sich jetzt verbündet gegen mich, oder wie? Aber nett ist das nicht von denen, finde ich. Das muss man schon sagen. Denk dran, dass der Wagen mit Chatkraft, was? Kannst du nicht lesen. Glitch gewinnt durch die beste kombinierte Rennzeit wegen Unentschieden. Deine Platzierung 2. Auch dafür, dass wir beim zweiten Rennen so super gelost haben, finde ich das gut. So, schauen wir kurz, was wir freigeschaltet haben. Nix, das gibt's ja nicht. Stufe 13 erst. Oh. Na gut, dann machen wir jetzt Schluss mit Grip. Echt ein netter Future Racer. Ich glaube, wenn man Future Racer mag, kann man sich den auf jeden Fall anschauen. Der ist nett. Absolut. Nett. Gut. Gut. Nett klingt zu schlecht. Der ist gut. Absolut gut. So.